Das fing gleich gut an, dieses Gastspiel von Botafogo Rio. Denn vom Anstoß weg kam Amarildo zum 1:0 für die Brasilianer gegen die Münchner Kombination FC Bayern TSV 1860. Und hier der Teufelskerl Garrincha, kaum zu bremsen in seinem Trickreichtum. Wirklich, man möchte sagen, der Weltbester Rechtsaußen. Dann im Gegenstoß die Münchner, ebenfalls nicht faul. Brunnenmeier erzielt auf Vorlage von Fallisch den Ausgleich. Und das alles innerhalb von 3 Minuten. Hier ist er wieder, Garrincha. Gegen dessen Dribbelkünste selbst 2 bis 3 Münchner meistens machtlos waren. So trickreich spielten die Brasilianer aus Rio de Janeiro. Abermals Garrincha. Ganz plötzlich zieht er außen vorbei und flankt dann zur Mitte. Lattenschuss. Ja, die Münchner Hintermannschaft hatte allerlei Sorgen. Schönes Täuschungsmanöver, Zagallo. Abermals Garrincha, angegriffen von Fallisch. Hier Didi, ebenfalls einer aus der Weltmeistermannschaft Brasiliens von 1958. Und das sieht alles so spielerisch leicht aus, was die Brasilianer hier demonstrieren. Sie begeisterten die 25.000 Zuschauer in München, die wirklich alles aus der Trickkiste der brasilianischen Gäste zu sehen bekamen. Didi wieder, dann Zagallo, ebenfalls aus der Weltmeistermannschaft von Stockholm, und Bechtold rettet mit Mühe. Peschen, Münchens Rechtsaußen. Dann Fallisch, der gleich Auernhammer mit einer weiten Steilvorlage auf die Reise schickt. Und da muss man wirklich spurten können, um den Ball noch zu erreichen. Hier zögert Peschen zu lange und dann springt ihm Nilton Santos in die Parade. Wieder Garrincha. Und wieder ganz plötzlich außen vorbei. Er ist kaum zu halten. Nur seine Nebenleute, die hatten es nicht ganz so genau mit dem Ausnützen der Torgelegenheiten. Dann allerdings vor der Pause noch das 2:1 wieder durch Amarildo nach einer großartigen Kombination, die hier Didi einfädelt. Etwas zögern am Anfang und dann kommt blitzschnell der Pass. Der erste Pass, der zweite Pass und Amarildo steht frei, abseits. Nun, der Schiedsrichter ließ den Treffer gelten, 2:1 für die Brasilianer bei der Pause. Und nach Seitenwechsel gleich wieder Garrincha, ganz in seinem Element. Lässt 2, 3 Münchner stehen, Schuss, abgewehrt. Noch einmal Garrincha. Und er erzielt das 3:1 unter gütiger Mithilfe der Münchner Hintermannschaft. Faustabwehr Bechtholz und noch einmal sehen Sie Garrincha in Aktion. Ja, da ist wirklich nichts zu machen und die 25.000 Zuschauer waren restlos begeistert von diesem Mann, der schnell zum Publikumsliebling in München wurde. Da gibt es jetzt gleich eine gute Gelegenheit für Brunnenmeier, den Münchner Mittelstürmer. Aus einem abgewehrten Schuss von Fallisch. Das Leder springt vor Brunnenmeiers Füße, er zieht es geschickt herum, ein Schuss und sehr schöne Abwehr des brasilianischen Torhüters. Wagenbauer, abermals Brunnenmeier. Peschen. Und dann noch ein vierter Treffer der Brasilianer durch Amoroso nach einer flüssigen Kombination. Hier ist der Schütze bereits am Werk, 4:1 für Botafogo Rio.